Guten Abend, liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirates Bayern, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Förderer, liebe Follower auf Facebook. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ich will es auch ganz kurz machen. Ich will zuerst das Wort an unseren ersten Vizepräsidenten Hans Hammer geben, der einige einleitende Worte macht, und anschließend an Herrn Professor Dr. Oliver Keppler. Und dann sage ich jetzt nur, Makumba, fangen wir an. Es wird ein spannender Abend werden. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Mitglieder des Wirtschaftsbeirates, ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu einer aktuellen Gemeinschaftsveranstaltung des Ausschusses für Gesundheitspolitik und der Bezirksgruppe München des Wirtschaftsbeirates Bayern begrüßen zu dürfen. Zu diesem Thema freue ich mich sehr, dass wir als Experten Professor Oliver Keppler gewinnen konnten, den Vorstand des Max-von-Pettenkofer-Institutes und Lehrstuhlinhaber für Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München gewinnen konnten. Außerdem begrüßen will ich Dr. Johannes Zwick, den Vorsitzenden unseres Fachausschusses für Gesundheitspolitik. Der Wirtschaftsbeirat begrüßt ausdrücklich die Hilfsmaßnahmen und Unterstützung, die der bayerische Staat und auch die Bundesregierung für die Wirtschaft eingeführt haben. Allerdings sind wir gleichzeitig der Meinung, dass die beste Hilfe für die Wirtschaft die Möglichkeit darin besteht, wieder ihrem Geschäft nachgehen zu können. Deswegen sind wir große Unterstützer jeder Maßnahme, die dazu führt, dass wir möglichst bald und auch die Wirtschaft möglichst bald wieder in normalen Gang der Dinge kommen. Deswegen ist es ein großes Anliegen, die Impfbemühungen des Freistaates, aber auch der Bundesregierung zu unterstützen. Leider hören wir immer wieder, dass es bezüglich der Corona-Impfung bei vielen Leuten Unsicherheiten und Ängste gibt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen, dass wir einen Experten finden, der an dieser Stelle für Aufklärung sorgen kann und unsere Mitglieder, aber gerne auch, tragen Sie es hinaus, weitere Menschen informieren kann, aufklären kann über die Impfungen und deren Systematik, deren medizinische Hintergründe und so weiter und auch mit Fake News, Gerüchten oder auch Mythen aufräumen kann. Deswegen auch der Titel Fakten, Fakten, Fakten. An der Stelle kurz zu unserem Referenten. Professor Keppler hat 1987 sein Medizinstudium begonnen und dies 1997 mit einer Vollapprobation an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg beendet. Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen in Heidelberg, aber auch unter anderem auch an der University of California in San Francisco. Im Jahr 2005 hat er dann habilitiert und 2009 wurde er zum außerplanmäßigen Professor in Heidelberg ernannt. 2012 bis 2015 war er Direktor des Instituts Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main und seit 2015 ist er Vorstand des Max-von-Pettenkofer-Instituts der Ludwig-Maximilian-Universität München und Ordinarius für Virologie. Von 2012 bis 2015 war er außerdem Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Retroviren am Institut für Medizinische Virologie in Frankfurt. Und seit 2016 leitet er das Nationale Referenzzentrum für Retroviren am Max-von-Pettenkofer-Institut der LMU in München. Außerdem ist er Mitglied der Kommission für Selbstkontrolle der Wissenschaft und Mitglied des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. In der Coronavirus-Pandemie ist er Leiter der Taskforce Corona am LMU-Klinikum, Mitglied des Krisenstabs des Vorstands auch am LMU-Klinikum sowie Mitglied des Expertengremiums der Bayerischen Staatskanzlei und Berater des Bayerischen Landtags zu Hygienekonzepten. Sie sehen, wir haben einen ausgewiesenen Experten zum Thema Viren und Virologie und natürlich auch Impfung. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag, lieber Professor Keppler, und darf an der Stelle an Sie weitergeben und danach in der Diskussion an meinen Kollegen, den Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheitspolitik, Dr. Johannes Zwick,
und freue mich jetzt auf einen spannenden Vortrag und eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Gut, recht herzlichen Dank, Hans Hammer, für die Einführung, und ich übergebe gleich weiter an Professor Kepler für einen spannenden Vortrag, der heute in allen Zeitungen, egal welche sie aufschlagen, Impfthema ist Thema Nummer eins, was die Leute am meisten bewegt. Lieber Herr Professor Kepler, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Zwick. Lieber Herr Hammer, herzlichen Dank für diesen sehr netten einführenden Worte. Ich bin nicht sicher, ob ich den Ansprüchen, die jetzt hier an mich gestellt wurden, gerecht werden kann. Ich werde aber versuchen, Sie mitzunehmen, ich sage mal, einen kleinen Abriss der Pandemie zu geben, um Sie auf das für uns alle ja so wichtige Thema der Impfung einzustimmen und hier natürlich versuchen, aus Sicht der Wissenschaft und Medizin die Fakten, die wir hierzu kennen, Ihnen darzulegen. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, ohne Frage. Man muss hier fast tagesaktuell Dinge anpassen. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, Informationen immer aus der Wissenschaft heraus tagtäglich auch zu kommunizieren. Denn nur so kann die Bevölkerung auch mitgenommen werden und eben auch Entscheidungen für sich selber, jeder Einzelne treffen, die auf Fakten und Evidenz basieren. Die Coronavirus-Pandemie wütet ohne Zweifel unvermindert. Sie ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Hier sehen Sie in einer Grafik der ECDC die Infektionsfälle weltweit, die Farben nach Kontinenten aufgeschlüsselt im Jahr 2020 bis eben jetzt in den Januar diesen Jahres hinein. Sie sehen, die Pandemie schwillt an, also es ist mitnichten so, dass sie unter Kontrolle wäre und betrifft den gesamten Globus, was ja die Definition einer Infektionskrankheit ist, die pandemische Ausmaße angenommen hat. Hier sehen wir das Dashboard des Robert-Koch-Instituts. Deutschland befindet sich mitten in der zweiten pandemischen Welle, die im September, Oktober begonnen hat, bedingt durch die Saisonalität dieses Erregers, der davon profitiert, wenn Menschen mehr Zeit in Innenräumen verbringen, enger aufeinander, schlechter gelüftete Räume, weniger Abstand. Das ist die Zeit, wenn die Übertragung dieses Erregers besser stattfindet. Aber man sieht positiv auch an den Kurven, dass der Lockdown auch versinnbildlich durch die 7-Tage-Inzidenz langsam Wirkung zeigt. Sie sinkt. Wir haben seit Beginn der Pandemie in Deutschland über 2 Millionen Infektionen nachgewiesen und es sind auch sehr viele Menschen gestorben an dieser Infektion. Pandemische Erkrankungen sind in der Menschheitsgeschichte nichts Neues. Sie sind häufig und vielfältig schon gewesen, wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden. Ich habe Ihnen hier mal einige zusammengestellt. In Blau bakterielle Infektionen durch die Pest, die Cholera, die ja auch lange in München gewütet hat im 19. Jahrhundert und wegen der auch dreimal insgesamt im 19. Jahrhundert das Oktoberfest abgesagt werden musste. Max von Pettenkofer, der Namensgeber unseres Instituts, hat sich ja intensiv mit der Cholera beschäftigt. Aber auch die Malaria durch Parasiten hervorgerufen oder mehrere virale Erkrankungen, nicht zuletzt auch HIV, was ja immer noch als Pandemie weltweit eine große Bedeutung hat, sind solche pandemischen Erkrankungen, die wir lange vor der aktuellen Coronavirus-Pandemie erleben mussten und mit denen die Menschheit auch zurechtgekommen ist. Lassen Sie mich kurz was zu den klinischen Manifestationen der SARS-CoV-2-Infektion des neuen Coronavirus sagen. Die Erkrankung nennen wir COVID-19. Diese Erkrankung hat ein sehr breites Spektrum an klinischer Manifestation. Ein Drittel der Menschen etwa ist asymptomatisch, hat keine Beschwerden. Man könnte das zusammenfassen mit, man weiß nicht, dass man infiziert ist. Man sieht es diesen Leuten auch nicht an. Aber diese Menschen können die Infektion übertragen. Das wurde übrigens auch erstmals in München beschrieben von den Kollegen des Tropeninstituts und ist weltweit auch eine etablierte Größe. Ein 20. bis ein 100. der Menschen, die sich infiziert haben, müssen am Ende des Tages ins Krankenhaus. Der Schweregrad ist stark abhängig von Schweregrad der Erkrankung stark abhängig vom Alter und von Grunderkrankungen der Menschen, die sich infiziert haben. Wenn man älter als 60, 65 ist, übergewichtig, Bluthochdruck hat, andere Herzerkrankungen,
Zuckererkrankung der Lunge vorbestehend oder auch verschiedene Arten der Immunschwäche, generell auch ein Mann sein, ist ein erhöhtes Risiko. Das sind alles mögliche Risiken für einen schweren Verlauf. Etwa jeder 10. Patient, der ins Krankenhaus kommt, muss auf eine Intensivstation und fast die Hälfte derer, die dort behandelt werden müssen, versterben. Dann gibt es auch noch ein zweites Phänomen, das oft als Post-Covid oder Long-Covid bezeichnet wird, also eine Erkrankung, die weit über diese Akuterkrankung, die ich gerade beschrieben habe, hinausgeht. Man könnte auch das mit einem kurzen Satz subsumieren, genesen, aber nicht gesund. Und wichtig ist hier, das betrifft eben auch gerade junge Menschen, die auch manchmal nur einen milden, akuten Verlauf hatten. Also mitnichten die Menschen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Und das ist auch ein sehr bunter Strauß an Symptomen, die sich hier wiederfinden unter Long-Covid. Chronische Erschöpfungssyndrome, Leistungsverlust, Konzentrationsfähigkeit. Menschen können nicht mehr Auto fahren, nicht mehr ihrem Studium oder ihrem Beruf nachgehen. Verschiedene Organsysteme sind hier betroffen, die Lunge, aber auch das Nervensystem, die Gelenke, die Haut, sehr vielfältig. Wie viele Menschen daran erkranken, die eine Infektion haben, ist noch unklar. Da gibt es Zahlen aus Großbritannien, die von 5-10% sprechen. Eine Studie aus Wuhan, wo die Pandemie ja ihren Ursprung nahm, sprechen von bis zu 3/4 aller Menschen. Also das ist etwas, das wir sehr ernst nehmen müssen und weiter beobachten müssen. Im Blick auf Long-Covid muss man auch klar sagen, dass das Konzept einer Herdenimmunität durch Infektion, also dass sich Menschen, die vermeintlich kein Risiko haben für einen schweren Verlauf, doch bitte mal infizieren lassen sollen, ist aus meiner Sicht ein gefährlicher gesundheitspolitischer Ansatz, der vom einen oder anderen Land in Europa auch so verfolgt wurde. Ich denke, dass das eher gescheitert ist oder auch sicher nicht weitergeführt werden sollte. Weil es gerade auch in den Medien überall ist, lassen Sie mich kurz eine Einordnung geben zu den sogenannten neuen Varianten des SARS-CoV-2. Coronaviren, das muss man sagen, mutieren ohnehin stetig und das ist per se nichts Ungewöhnliches. Es gibt Zehntausende Einzelmutationen, das heißt kleine genetische Veränderungen. Dieses Virus hat 30.000 Bausteine und da kann immer der ein oder andere mal verändert sein. Das ist per se nichts Ungewöhnliches und nichts, was uns Sorge bereitet. Jetzt spricht man über diese neuen Varianten, die eventuell veränderte biologische Eigenschaften haben. Was steckt da dahinter? Das sind die sogenannten Variants of Concern, Dinge, über die man sich Gedanken oder Sorgen macht. Da gibt es die erstmals in Großbritannien beschriebene Variante, die verschiedene Mutationen hat, das werde ich gleich noch erklären, die man B117, das ist ein Laborjargon nennt. Seit etwa 7 Wochen gibt es eine heftige Diskussion über diese britische Variante. Erstmals wurde sie im September in Großbritannien nachgewiesen und seit Anfang Dezember deutlich zunehmend, erst in Südostengland und London, dann Irland und jetzt auch in den letzten Wochen zunehmend in Israel, Belgien, Portugal, Dänemark, den Niederlanden. Zuletzt gab es Nachweise in mehr als 60 Ländern der Welt, darunter auch Deutschland. Diese Variante vereint 17 verschiedene Veränderungen des Genoms, also der Erbinformation des Virus. Darunter sind 6 Veränderungen, die man als Mutation bezeichnet und 2 Fehlen von Aminosäuren, von Bausteinen des Spike-Proteins, das ist das Hüllprotein des Virus, die besonders bemerkenswert sind. Eine davon, die sogenannte N501Y, um das mal gesagt zu haben, wird vermutet, dass sie eine bessere Bindung an den Rezeptor, den das Virus verwendet, um in die Zelle einzudringen, vermittelt. Warum ist das jetzt alles so spannend und so wichtig? Nun, es gibt klare Hinweise darauf, dass diese Variante B117 sich rascher verbreiten kann. Ich sagte es, in den Ländern, die oben beschrieben sind, breitet sich, verdrängt diese Variante die anderen SARS-CoV-2-Viren, die dort bisher sich hauptsächlich ausgebreitet haben. Wir gehen also von einer höheren Übertragungsfähigkeit, Transmissionsfähigkeit, Kontagiosität aus. Erste wissenschaftliche Auswertungen legen leider auch nahe und weisen darauf hin, dass auch eine höhere Letalität, das heißt
damit einhergehen könnte, dass Menschen, die an diesen Varianten, an dieser Variante erkranken, auch eher versterben werden, selbst wenn sie in einem Krankenhaus behandelt werden. Dann gibt es noch zwei andere Variants of Concern, VOCs, die südafrikanische und die brasilianische, die also dort erstmals beschrieben worden, wo es verhältnismäßig noch weniger Nachweis in anderen Ländern kriegt, aber auch diese Varianten machen uns Sorgen, weil sie ähnliche Charakteristika haben wie scheinbar diese britische. Aktuell wird insbesondere die B.1.1.7-Variante in Deutschland nachgewiesen. Wir können noch nichts Genaues sagen über die Verteilung und über die Frequenz, wie häufig diese Variante schon bei uns ist. Wir schätzen am ehesten, dass es sich hier um einen Promillebereich noch handelt, aber wir sehen zunehmend mehr Fälle. Deswegen ist es wichtig, dass wir die flächendeckende Überwachung, was man Surveillance nennt, dieser Virusveränderungen durch systematische Genomsequenzierung, dass wir also die Fingerabdrücke der Viren, wenn sich Menschen infiziert haben, nehmen sozusagen und dann erkennen können, ob es sich um solche VOCs, Variants of Concern, handelt. Ich glaube, man kann das zusammenfassen mit, wir müssen das sehr genau beobachten, mehr Evidenz schaffen, aber es ist kein Grund zur Panik. Denn die etablierten PCR-Systeme, mit denen wir das Virus nachweisen, können diese Varianten alle erkennen. Die mittlerweile ja sehr gut etablierten AH+L-Regeln und auch die Kontaktbeschränkungen sind weiterhin sehr effektiv und natürlich ein zentraler Baustein der Prävention auch hier für die Übertragung dieser Viren. Und das ist eine gute Nachricht, erste Studien legen nahe, dass die mRNA-Impfstoffe, die ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, auch gegen die B.1.1.7 VOC wirken. Das heißt, die Impfungen, die augenblicklich hauptsächlich durchgeführt werden, sind zumindest gegen diese Variante sehr aktiv. Ich habe mal rausgesucht, was ich im Oktober 2020 meinte zu Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig uns weiterhelfen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Einheitliche, längerfristige nationale Maßnahmen, ich glaube, das hat die Diskussion und die Umsetzung der letzten Monate auch gezeigt, sind hier sehr wichtig. Und das hier sind einige der Dinge, die auch mittlerweile ja schon Standard sind, auf die ich gar nicht im Detail eingehen will. Ich glaube, ein Thema, über das man immer noch diskutieren muss, ist die Effektivität der Corona-Tracing-App, wo sicherlich der Datenschutz vielleicht in Deutschland doch einen sehr hohen Stellenwert hat, verglichen mit anderen Ländern, damit aber die Effektivität der Tracing-App doch eingeschränkt ist, um Kontakte zwischen Menschen, die dann eben die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten doch erleichtern würde, hier erschweren. Die bunte Medienkampagne, das heißt, dass wir wirklich in alle Bevölkerungsgruppen hineingehen können und die Informationen zu dem, was wichtig ist, auch besser kommunizieren. Ich glaube, da kann man nie genug machen. Aber, und das ist ja das Thema des heutigen Abends, die mittelfristige Kontrolle der Pandemie wird uns nur gelingen mit effektiven und sicheren Impfstoffen. Nur so können wir eben die Ausbreitung des Virus nachhaltig verlangsamen, auch dieser Variants of Concern und eben Überlastung des Gesundheitssystems hier und auch in anderen Ländern der Welt vermeiden. Impfungen, das muss man klar sagen, sind eine der größten Erfolgsgeschichten der modernen Medizin. Es sind hervorragende Erfahrungen, die wir mit Impfstoffen gemacht haben. Und diese haben viel Leid und Tod in der Welt verhindert und machen es auch heute noch. Die Pocken, die Poliomyelitis, die Kinderlähmung, aber auch Masern, Mumps, Röteln, bis hin zu neueren Impfungen jetzt gegen die Meningitis oder auch den Gebärmutterhalskrebs, um diese zu verhindern gegen das humane Papillomvirus, sind ganz wichtige Waffen gegen Infektionskrankheiten in der Welt. Lassen Sie mich kurz zwei Beispiele nennen. Hier der sozusagen Pionier der Impfung ist Dr. Jenner, der erstmals Kuhpockeninhalt durch Ritzen in die Haut von Menschen verwendet hat, als Schutz dann gegen die Pocken des Menschen. Und das war sehr effektiv. Also ein Visionär seiner Zeit, der hier den Weg gebahnt hat für das Impfkonzept. Interessanterweise Vaccine oder Vakzin kommt von Vacca, die Kuh, weil es sich um Kuhpocken handelte. Also nicht nur so ist auch dieser Pionierleistung Rechnung getragen worden. Im 20. Jahrhundert war die Kinderlähmung immer noch ein
gravierendes Problem bis in die Mitte hinein und die eisernen Lungen, der ein oder andere wird es schon mal gesehen haben oder vielleicht auch miterlebt haben, die notwendig waren, um hier die Atemschwierigkeiten, die manche infizierte Patienten hatten, zu überwinden. All das haben wir lange hinter uns gelassen durch Impfung. Was kann man zu den SARS-CoV-2-Impfstoffentwicklungen sagen? Es gibt über 200 laufende Projekte. Es ist eine weltweite Anstrengung vieler brillanter Forscher, großer Konsortien, Impfstofffirmen. So etwas hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Und auf eine Art haben wir auch Glück, dass diese Pandemie uns jetzt heimgesucht hat, zu einer Zeit, in der wir wirklich fähig sind, uns dagegen zu stemmen und Wissenschaft und Medizin hier rasch große Fortschritte machen können. Es ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man über Impfstoffe spricht, auch zu definieren, was man sich von so einem Impfstoff im Idealfall wünscht. Er soll natürlich sicher sein und hochwirksam gegen sowohl die Infektion als auch die Erkrankung. Er soll natürlich effektiv sein für alle und insbesondere die Risikogruppen, also die Menschen, die besonders schwer erkranken, bei diesem Erreger die Alten und die Leute mit Grunderkrankungen. Idealerweise soll die Impfung natürlich langanhaltenden, lebenslangen Schutz bieten und im Kontext auch dieser Variants of Concern natürlich auch Schutz gegen alle Veränderungen, die dieses Virus eventuell in petto hat oder der Krankheitserreger. Und die rasch skalierbare Impfdosisproduktion, das ist das Thema der letzten Wochen und Tage und natürlich auch eine rasch durchführbare Impfkampagne. Das als Gesamtpaket wäre der Wunsch, den wir alle haben. Schauen wir mal in die Pipeline der Entwicklung rein. Die ist wirklich beeindruckend, was hier schon geleistet wurde. Die klinische Phase 1, 2 und 3 und dann die verschiedenen Zulassungsformen. Das ist der Stand vom 25. Januar. Mittlerweile gibt es in Europa 3 zugelassene Impfstoffe schon. Wir sehen hier dargestellt mal als erste Übersicht die mRNA-Impfstoffe, die ich Ihnen gleich noch näher erkläre, von Pfizer und BioNTech, einer Mainzer Firma, und von Moderna, einer US-Firma, die beide das gleiche Wirkprinzip haben, die in Europa auch schon zugelassen sind. Dann zuletzt auch in der Presse Sputnik 5, der russische Impfstoff so genannt, und der AstraZeneca-Impfstoff, die beide ein anderes Wirkprinzip verfolgen, nicht mRNA, sondern ein Vektor, das werde ich Ihnen auch noch gleich zeigen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Impfstoffen, die sogenannte Protein- oder Totimpfstoffe sind. Das sind eher konventionellere Impfstoffe, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal. So, beginnen wir kurz mit diesen aktuellen, ich nenne sie mal modernen Covid-19-Impfstoffen, den mRNA-Impfstoffen eben von BioNTech, Pfizer, Moderna oder auch der deutschen Firma in Tübingen, CureVac. Hier sind wir bei CureVac in der klinischen Phase 3 der Prüfung des Impfstoffs. Und es wird erwartet, dass er Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres dann, wenn alles gut geht, auch zugelassen werden kann. Vektorimpfstoffe, das ist ein ganz anderes Prinzip. Hier wird ein Schnupfenvirus, ein Adenovirus genommen, das per se unschädlich ist. In das wird die Erbinformation des Hüllproteins, des Spike-Proteins des neuen Coronavirus eingebaut. Und dann dieser Vektorimpfstoff, so nennt man das, das dann injiziert. Da gibt es verschiedene Firmen, die das verfolgt haben und Wissenschaftskollaborationen, darunter eben auch Sputnik 5, der russische Impfstoff. Zudem man sagen kann, dass gerade heute in The Lancet, einem der renommiertesten Wissenschaftsjournale, erstmals die Daten der klinischen Prüfung zu diesem Impfstoff veröffentlicht wurden, aber dazu sage ich gleich noch was. Die klassischeren Covid-19-Impfstoffe sind eben die Tot- oder Proteinimpfstoffe. Da gibt es auch chinesische Impfstoffe, die dieses Prinzip verfolgt haben, oder die Proteinimpfstoffe, die sich auch noch in Phase 3 befinden, darunter auch Novavax ist einer dieser Impfstoffe, der hier noch in der klinischen Prüfung ist. Im Dezember letzten Jahres war noch nicht mal ein Jahr nach Ausbruch der Erkrankung in Wuhan und dieser Infektion, die wahrscheinlich auf eine Übertragung von Tier auf Menschen entstanden ist, wurden Menschen geimpft. Am 8.12. eine 90-jährige Dame in Großbritannien und am 14. Dezember eine Krankenschwester in New York. Das ist natürlich ein Meilenstein, so schnell einen solchen Impfstoff zu entwickeln.
der dann durch alle Phasen der klinischen Prüfung und Zulassung auf den Markt kommt. Das war ein Meilenstein, den man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und ich will es auch anders sagen, für den wir dankbar sein müssen, dass so schnell die Entwicklung effektiver Impfstoffe überhaupt möglich war. Gehen wir etwas ins Detail, was diese sogenannten mRNA, also botenstoffbasierten Covid-19-Impfstoffe, wirklich beinhalten. Das sehen Sie auf diesem Bild hier, da ist eine mRNA, das ist ein kleines Schnipselchen an genetischer Information, die wir millionenfach typischerweise ohnehin in unseren Zellen haben. So leben unsere Zellen, so stellen sie Proteine her. Diese mRNA ist so, dass sie das Protein, das Spike-Protein des neuen Coronavirus herstellen kann. Das wird in ein Fetttröpfchen eingebaut und dieser Fetttropfen wird dann als Emulsion in der Spritze in den Muskel injiziert. Wenn die mRNA dann freigesetzt wird in der Zelle, dann ist das wie Benzin, was in einen Verbrennungsmotor gegossen wird. Dann wird aus dieser mRNA innerhalb von Stunden Protein hergestellt, also Eiweißmoleküle des neuen Coronavirus, die dann dem Immunsystem präsentiert werden. Das ist ein Prinzip, was seit etwa 25 Jahren bekannt ist, dass das so funktionieren kann. Aber das sind jetzt die ersten hocheffektiven Impfstoffe, die hier im Markt zugelassen wurden. Das Wirkprinzip ist hochelegant und wie wir mittlerweile wissen, auch sehr effektiv. Also das Immunsystem wird eben stimuliert, Antikörper, das ist ganz wichtig, insbesondere neutralisierende Antikörper, die das Virus inaktivieren können und auch zytotoxische T-Zellen, also Zellen, die dann auch infizierte Zellen angreifen können, zu stimulieren und das Immunsystem bereit zu machen, wenn das echte Virus auf den Menschen treffen sollte. Wichtig ist in diesem Prozess, um Sicherheit und Transparenz zu gewinnen, dass die klinischen Studien veröffentlicht werden und von Spezialisten untersucht werden. Da gibt es also die Wissenschaftler, die das untersuchen, aber natürlich auch die Zulassungsbehörden, die sich intensiv mit den Daten befassen. Und hier sieht man die im New England Journal of Medicine publizierten Daten zu dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Da kann man sehen zum Beispiel, wie eine solche Studie durchgeführt wird. Da wurden etwa 20.000 Menschen mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer geimpft und auch etwa 20.000 Menschen mit einem Scheinpräparat, das man Placebo nennt. Keiner wusste, wer was bekommen hat und dann wurde einige Zeit nachverfolgt, wer von diesen Personen denn eine symptomatische Covid-19-Erkrankung erlitten hat oder sogar eine schwere Erkrankung per se. Und da sehen Sie hier große Unterschiede. In der Placebo-Gruppe waren es hier zu dem Zeitpunkt, wo die Untersuchung erstmal ausgewertet wurde, 162 und in der Vakzingruppe 8. Und schwere Erkrankung gab es in der Vakzingruppe nur eine und gegen der Placebo-Gruppe 9. Daraus kann man dann eine Effizienz, die Sie auch immer wieder lesen, errechnen. Die liegt bei etwa 95% bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Studie. Also man kann sagen, dass zwei Dosen dieses mRNA-basierten Impfstoffs hocheffektiv waren, innerhalb des Beobachtungszeitraums von etwa 2 Monaten sicher zu sein und 95%igen Schutz zu vermitteln. Bei Personen, bei diesem Impfstoff darf man den ab 16 Jahren verimpfen. Dann gab es kurz darauf eine Pressemitteilung auch von Moderna, der US-Firma, die eben auch einen mRNA-basierten Impfstoff, der vom Prinzip her ganz ähnlich funktioniert wie der von BioNTech, der eine ähnliche Effektivität beschrieben hat. Sprechen wir, weil es wirklich wichtig ist, natürlich über die Nebenwirkungen. Was kann da auftreten, wenn man diesen mRNA-Impfstoff verimpft? Also es wird häufig beschrieben, an Schmerzen und Ziehen an den Injektionsstellen, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, auch mal Gelenkschmerzen. Die Körpertemperatur kann erhöht sein, bis hin zu Schüttelfrost, auch Durchfall und Erbrechen wird berichtet. Und das insbesondere bei eher jüngeren Menschen und vor allem auch nach der zweiten Injektion. Aber die gute Nachricht ist, dass diese Nebenwirkungen meistens nach 2 Tagen vollständig verschwunden sind. Was kann man über schwere Nebenwirkungen sagen? Es gab innerhalb der Studien keine schweren Nebenwirkungen, aber wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo mittlerweile jetzt schon mehr als 10 Millionen Menschen mit mRNA-Impfstoffen verimpft wurden, immer mal wieder von allergischen Reaktionen gehört.
Wir schätzen, dass es etwa in einer Frequenz von einem Menschen in 100.000 Geimpften auftritt. Aber alle diese Reaktionen, soweit wir heute wissen, ließen sich beherrschen und die Leute konnten dann auch kurzfristig wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Also von dem, was wir bis hierher wissen, ist das ein sicherer Impfstoff, der zwar durchaus milde und moderate und sehr selten schwere Nebenwirkungen haben kann. Das ist aber per se für Impfstoff natürlich nichts Ungewöhnliches. Welche Fragen verbleiben zu diesen Impfstoffen in Wissenschaft und Medizin? Wie lange hält der Impfschutz? Das können wir heute noch nicht beantworten. Es wird erst seit letztem Sommer mit diesen Impfstoffen geimpft. Bisher scheinen sie noch zu wirken, sind auch die Antikörperspiegel noch sehr hoch. Ob der Impfstoff 6 Monate, 12 Monate, 3 Jahre oder 10 Jahre hält, wir wissen es einfach noch nicht. Das ist natürlich auch eine neue Klasse von Impfstoffen. Das heißt, da brauchen wir noch mehr Beobachtung. Gibt es sehr seltene schwere Nebenwirkungen? Das können wir Stand heute noch nicht sagen, da der Beobachtungszeitraum noch zu kurz ist. Schützt er verschiedene Risikogruppen und wenn ja, wie effektiv? Das ist ja aktuell auch eine große Diskussion beim AstraZeneca-Impfstoff, für den einfach die Datenlage noch nicht ausreichend ist, zu beurteilen, ob über 65 Jahren der Impfschutz ausreichend ist. Da wird es noch weitere Daten brauchen. Es sieht so aus, als wären bei den mRNA-Impfstoffen, insbesondere auch bei älteren Menschen, die normalerweise schlecht auf Impfungen ansprechen, die Impfantworten sehr gut. Das ist natürlich besonders erfreulich, weil das die Risikopopulation ist, die natürlich am ehesten schwer erkrankt oder auch an Covid-19 verstirbt. Eine sehr wichtige Frage ist, ob die Impfung auch asymptomatische Verläufe verhindert, also auch die Transmission dann von einem Geimpften auf andere Menschen verhindern kann. Also kann ein Mensch auch wirklich, der geimpft ist, die Infektion nicht mehr bekommen und damit das Virus nicht mehr weitergeben. Diese Frage können wir nicht abschließend beantworten. Es gibt aber noch nicht veröffentlichte Daten, die dafür sprechen, dass durchaus auch Menschen, die geimpft sind, noch weiter Virus tragen können im Nasenrachenraum und eben zwar nicht erkranken, aber eventuell infektiös sein können. Ich hatte kurz schon was gesagt zur Effektivität der mRNA-Impfstoffe gegen die Variants of Concern, insbesondere die britische Variante. Das sieht bisher gut aus. Es gibt aber noch keine sehr detaillierten Daten zu der südafrikanischen und brasilianischen Variante. Die südafrikanische scheint etwas mehr Antikörper zu brauchen. Deswegen haben wir schon kleine Sorge, dass hier vielleicht die Effektivität des Impfstoffs etwas reduziert ist, aber da fehlen wirklich noch abschließende Untersuchungen. Auch können wir, das muss man klar sagen, noch nicht beurteilen, ob vielleicht auch in der Langfristigkeit der Wirkung relevante Unterschiede zwischen den mRNA-Vektor und eben den Proteinimpfstoffen, die bisher jetzt bei uns noch nicht so im Fokus stehen, sind. Ich glaube, das sind alles Fragen, die wir antworten müssen in den kommenden Monaten. Lassen Sie mich auf einige Fragen und Sorgen eingehen, die teilweise im Netz und in den Zeitungen unterwegs sind. Also, wurde hier Schnelligkeit in der Impfstoffentwicklung vor Sicherheit gestellt? Da kann man ganz klar sagen, nein. Die Schnelligkeit ist herausragend, ohne Zweifel, aber gerade die Impfstoffe, von denen ich gerade erzählt habe, haben alle vorgeschriebenen Schritte des Zulassungsprozesses durchlaufen, haben auch keine Notfallzulassung bekommen, sondern wurden intensiv von den Zulassungsbehörden geprüft und auch von Wissenschaftlern, die diese Studien sich genau angeschaut haben. Das heißt, das ist zwar ein schnelles Verfahren gewesen, aber es hat keine Hürden übersprungen und keine Dinge ausgelassen. Insofern können wir sagen, es ist eine sichere Entwicklungspipeline gewesen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Immer wieder eine Diskussion ist, ob mRNA-Impfstoffe das DNA-Erbgut schädigen können. Da kann man auch klar sagen, nein, das ist nicht so. mRNAs, ich sagte es schon vorhin, es sind millionenfach in unseren Zellen schon immer da. Das ist wie im Benzin, was verbrannt wird. Das kann gar nicht ins Erbgut per se integrieren oder das Erbgut schädigen, sonst wäre unser Leben gar nicht möglich, weil unsere Zelle ist voll mit mRNAs. Also das muss man ganz klar in der Kategorie Fake News unterbringen. Auch gibt es keine Hinweise bisher aus den klinischen Studien, dass eine Unfruchtbarkeit durch die Impfung entstehen könnte. Natürlich muss man sowas immer ganz genau beobachten, ob hier irgendwelche unvorhersehbaren Dinge auftreten, aber hier gibt es keine Evidenz. Nur so können wir diesen Fragen und Sorgen begegnen. Ich glaube, auch da kann man Entwarnung geben.
Jetzt gab es einige Zeitungsberichte über Todesfälle, die assoziiert waren zeitlich mit den Impfungen. Besteht hier wirklich ein kausaler Zusammenhang? Das ist letztlich immer schwer zu beurteilen, aber natürlich muss man sagen, dass insbesondere sehr alte Menschen, und das ist auch gut, so zuerst geimpft wurden, auch viele dieser Menschen waren schwer krank und sind schwer krank. Beispielsweise aus Norwegen wurde berichtet, dass dort 23 Menschen kurz nach der Impfung verstorben sind. Dazu muss man wissen, in dieser Altersgruppe starben jede Woche 400. Das heißt, das kann natürlich eine zeitliche Koinzidenz sein und eben nichts zu tun haben mit der Impfung selber. Nach allem, was mir bekannt ist, gibt es keinen gesicherten Zusammenhang zwischen einer Impfung kausal und einem Todesfall. Das muss man aber auch immer sehr genau betrachten. Aber bitte, man sollte ganz klar bedenken, dass es hier insbesondere natürlich aktuell um Risikogruppen geht, die geimpft werden und hier natürlich auch Menschen regelmäßig versterben, auch kurz nach einer Impfung, wo kein Zusammenhang besteht. Kann ein solcher Impfstoff eine Erkrankung verschlimmern? Das ist etwas, was wir aus Sicht der Wissenschaft immer für extrem wichtig halten. Das gibt es bei manchen Viruserkrankungen, dass Antikörper eine Erkrankung auch mal verstärken können. Nein, dafür gibt es keine Evidenz. Es gab auch in den klinischen Prüfungen Menschen, die schon eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hatten oder gerade auch akut infiziert waren. Und hier ist kein Hinweis bisher auf eine Verschlimmerung durch den Impfstoff, was eine gute Nachricht ist, da man ja auch nicht immer weiß, dass man gerade erkrankt ist. Kann es tödliche allergische Reaktionen geben? Bis zum heutigen Zeitpunkt ist mir keine solche bekannt. Es gab schwerere allergische Reaktionen bei einigen wenigen Menschen, über die berichtet wurde, die fast alle auch vorbestehend schon schwere Allergien hatten, aber eine tödliche Reaktion ist bisher nicht beschrieben. Auch wichtig ist es mir zu sagen oder die Frage zu beantworten, ob Deutschland eigentlich ein Land der Impfskeptiker ist, was immer mal so behauptet wird. Da muss ich klar sagen, das ist nicht so. Das ist eine Fehldarstellung auch in den Medien. Deutschland impft sehr gut und sehr viel. Jetzt gar nicht hier beim neuen Coronavirus, sondern wir können das erkennen beispielsweise an der über 93-prozentigen perfekten Durchimpfrate der Schülerinnen und Schüler, die mit 6 oder 7 Jahren in die erste Klasse kommen. Das zeigt uns, dass die Eltern dieser Kinder sehr wohl den Sinn von Impfungen verstanden haben und auch bereit sind, ihre Kinder zu impfen. Das heißt, ich sehe nicht, dass wir ein Land der Impfskeptiker oder Kritiker sind. Nein, aber wir stellen Fragen, wir wollen aufgeklärt sein. Und das sehe ich auch als Aufgabe von Medizin und Wissenschaft, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Dann, glaube ich, werden viele Menschen an Bord kommen und sich auch gegen das neue Coronavirus impfen lassen, die vielleicht im Augenblick jetzt noch in der einen oder anderen Umfrage noch eher zweifelnd oder skeptisch sind. Noch hier ein kleiner wissenschaftlicher Exkurs, wie solche Impfstoffe wirken, wo wir eben auch Dinge unterscheiden müssen, die vielleicht jetzt hier relevant werden können. Die natürliche Infektion, hier sehen Sie die Lungen dargestellt und den oberen Nasenrachenraum, die vermittelt wahrscheinlich eine Immunität, die sowohl den oberen Nasenrachenraum als auch die Lunge betrifft. Impfungen, wie wir jetzt hier mit dem mRNA-Impfstoff haben, könnten möglicherweise eben sehr gut vor der Erkrankung schützen, was insbesondere die Lunge dann betrifft, aber vielleicht weniger auch hier den Nasenrachenraum, was eben dazu führt, dass hier eine Vermehrung des Virus noch stattfinden kann und auch eine Übertragung. Ob es Möglichkeiten gibt, in naher Zukunft dann andere Applikationsformen der Impfstoffe hin zu einer mehr intranasalen Applikation, nicht in den Muskel, die dann vielleicht auch hier so ein bisschen die Art der Immunantwort steuern kann, ist noch im Bereich der Spekulation. Aber ich glaube, es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass eventuell hier der eine oder andere Impfstoff in seiner Applikationsform noch verbessert werden kann. Sprechen wir mal kurz über den Weg hin zur Herdenimmunität, die uns ja allen so am Herzen liegt, um einfach auch wieder Freiheiten zu gewinnen. Hier gibt es Kollegen aus dem Bereich der Epidemiologie, die sich hiermit intensiv beschäftigt haben. Hierzu muss man einige Annahmen verstehen. Der R0-Wert, die sogenannte Basisreproduktionszahl dieses Virus, wie wir es im letzten Jahr noch kannten, liegt bei 2,5 bis 3,5, die der Variants of Concern leider
wie es aussieht, höher im Bereich von bis zu 5. Wenn wir jetzt von den ursprünglichen Varianten ausgehen, kann man hier mal einige Impfstoffbeispiele durchspielen. Bei einer Effektivität von 100% und einer lebenslangen Immunität braucht man eine Impfrate so zwischen 60% und 70%. Davon wird häufig in der Politik gesprochen. Wenn aber die Effektivität des Impfstoffs oder auch der verschiedenen Impfstoffe, die wir zur Verfügung haben, vielleicht nur bei 80% liegt, dann brauchen wir schon eine lebenslange Immunität und müssen 75% bis 90% der Menschen impfen. Und Sie sehen dann bei Impfstoff 3 und 4, wenn die Effektivität runtergeht oder auch die Dauer der Immunität, was wir im Augenblick noch nicht beurteilen können, dann brauchen wir schon fast eine perfekte Durchimpfrate hin zu einer Herdenimmunität, sodass man dann gänzlich alle Schutzmaßnahmen fallen lassen kann. Und eben wenn die VOCs, wie es leider den Anschein hat, eine erhöhte Basisreproduktionszahl haben, dann kann es sein, dass eine perfekte Herdenimmunität so erstmal nicht erreicht werden kann. Um das alles aber genauer zu erforschen, brauchen wir sogenannte Phase 4 klinische Studien, in denen wir eben Langzeiteffekte zu Sicherheit und Effektivität, insbesondere eben auch Effektivität, an einer großen Zahl von Geimpften in Deutschland, aber auch in anderen Ländern nachvollziehen können. Ich glaube, es wird hier so ein bisschen, wie dieser Cartoon darstellt, mehrere Maßnahmen brauchen, mit denen wir uns erstmal auch in der nächsten Zeit beschäftigen müssen. Dieses Swiss Cheese Respiratory Virus Pandemic Defense System, was hier dargestellt ist, da sehen Sie, dass hier auf der linken Seite die Viren kommen und rechts ist der Mensch, der versucht, sich vor der Infektion zu schützen. Und hier braucht es verschiedene Bausteine, teilweise in unserer persönlichen Verantwortung, teilweise aber auch in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die eben von Social Distancing über das Tragen von Masken, Hygienemaßnahmen, regelmäßigen Lüften, aber auch natürlich Quarantäne, Isolationsmaßnahmen, wo angemessen und eben dann als extrem wichtigen Baustein hier ganz am Ende die Impfstoffe, auf die wir alle so viel Hoffnung setzen. Zum Abschluss noch, welche Phasen der Pandemie liegen aus meiner Sicht noch vor uns? Ich glaube, bis April wird es keine klimatische Erleichterung auf der Nordhalbkugel eben uns bei uns auch in Deutschland geben. Und wir müssen insbesondere auch die Verhaltensmaßnahmen hier strikt und streng einhalten. Wir benötigen alle zusammen eine effiziente globale Impfkampagne. Es wird nichts helfen, wenn ein Land durchgeimpft ist und die anderen Länder außenrum nicht. Dazu haben wir einfach viel zu viele Verknüpfungen gesellschaftlich, soziokulturell und natürlich auch über die Wirtschaft, dass die Grenzen offen sind und natürlich offen bleiben müssen. Deswegen müssen wir das als globalen Ansatz sehen. Es braucht weiter begleitende wissenschaftliche Studien zu Impfstoffen und eben diesen Variants of Concern. Diese bereiten uns Sorgen und könnten die gesamte Thematik auch durchaus in ein dunkleres Licht hüllen, wenn wir hier die Daten verpassen, sie zu kontrollieren oder auch nicht verstehen, wann wir eventuell Strategien anpassen müssen. In den kommenden Jahren wird es aus meiner Sicht pandemische Wellen geben, gegen die wir uns stemmen müssen durch zunehmend besser aufgebaute Immunität in der Bevölkerung und Verhaltensmaßnahmen, die angepasst werden müssen an die Ausprägung dieser Wellen und an den Immunitätszustand, den wir in der Bevölkerung haben und somit hoffentlich dann zunehmend natürlich in ihrer Wucht abnehmen. Zum Ende möchte ich noch Danke sagen. Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die zur Bekämpfung der Pandemie im Gesundheitswesen und in der Forschung beitragen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, allen Menschen, die durch ihr Verhalten tagtäglich die Ausbreitung des Virus verhindern und natürlich auch mit vielen Einschränkungen leben müssen und trotzdem dazu beitragen, dass gesamtgesellschaftlich unser sehr gutes Gesundheitssystem in Deutschland nicht überlastet wird und wir eben weiter uns gut gegen die Pandemie stemmen können. Herzlichen Dank. Lieber Herr Professor Dr. Kepler, es war ein wunderschöner, interessanter Vortrag, der auch chronologisch alles schön aufgezeigt hat. Und in der Zwischenzeit sind eine Menge Fragen bei mir aufgepoppt. Und ich würde vielleicht mit einigen Fragen beginnen, die meisten haben Sie ja schon beantwortet. Wie gefährlich ist der Impfstoff? Ist er tödlich? Verändert er meine DNA?
Ich glaube, auf diese Fragen brauchen wir nicht mehr einzugehen. Wir haben sie ja schon beantwortet. Drei kristallisieren sich vermehrt heraus. Das ist die Frage nach dem chinesischen Impfstoff und dem russischen Impfstoff Sputnik 5 und Sputnik V. Können Sie da mehr sagen? Wir wissen ja, dass wir da relativ wenige Daten haben. Aber der bayerische Ministerpräsident Söder hat das ins Spiel gebracht. Ungarn hat schon die Zulassung erteilt. Slowenien will nachfolgen. Ein paar Worte dazu vielleicht. Ja, sehr gerne. Ich glaube, der Blick darf und muss auch in die Ferne schweifen bei den Impfstoffen. Es ist so, dass ich glaube, man muss hier vorurteilsfrei auch aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht die Qualität der verschiedenen Impfstoffe, die es in der Welt gibt, und dazu gehört der russische und auch die verschiedenen chinesischen Impfstoffe, ganz klar, wenn sie die Kriterien, die wir in Europa haben und auch in Deutschland, Impfstoffe zuzulassen und alle Phasen der klinischen Prüfung durchschreiten, dann sehr wohl, wenn sie in Deutschland und in Europa zugelassen werden können, dann müssen sie auch bei uns zugelassen werden. Und dann sind sie auch sicher, weil die Zulassungsbehörden dann eben auch Sicherheit und Effektivität prüfen. Ich sagte es ganz kurz vorhin, Sputnik 5 war bisher für uns so ein bisschen eine Wundertüte. Wir wussten nicht recht, was wir von diesem Impfstoff halten sollen, nebst dem, was in den Medien ist. Gerade heute kam eben in The Lancet erstmals belastbare und von wissenschaftlichen Kollegen geprüfte Daten raus. Die sehen sehr gut aus, sagen, dass dieser Impfstoff, der ja auch ein adenoviraler Vektor ist, also ein anderes Wirkprinzip, aber ähnlich wie der AstraZeneca-Impfstoff hat, eine Effektivität von über 91% hat. Das klingt schon mal sehr vielversprechend. Ich denke, dass da auch die Zulassungsbehörden sich in Europa jetzt dann mit der Prüfung beschäftigen werden. Und wenn die zufrieden sind, dann sollten wir auch natürlich einen solchen Impfstoff zulassen. Ähnliches gilt auch für die chinesischen Impfstoffe, für die mir aber jetzt keine detaillierten Daten vorliegen. Ja, gut. Eine weitere interessante Frage ist, warum dauert es so lange, bis die Impfstoffe hergestellt werden? Wir haben jetzt die Technologie, warum können sie nicht produziert werden? Können Sie da ein paar Worte sagen? Also ich würde erstmal nochmal gerne beginnen und zu sagen, dass es eigentlich unglaublich ist, was Wissenschaft und Medizin geleistet haben, in weniger als einem Jahr Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das wird in der gesamten kritischen Diskussion, die ich auch nachvollziehen kann, der letzten Wochen gerne mal vergessen. Also ich würde hier sagen, herzlichen Dank, insbesondere auch natürlich an die Kollegen von BioNTech, die diesen Impfstoff entwickelt haben und auch die Pionierleistung, die in Deutschland zu diesem Thema vor 20, 30 Jahren von Kollegen in Heidelberg und Tübingen gelegt wurden. Da würde ich erstmal mit Demut sagen, dass wir hier viel Glück hatten, dass es solche brillanten Leute gab und auch, dass diese Impfstoffe sich wirklich durchgesetzt haben. Aber wie Sie auch schon erwähnt haben, lieber Dr. Zwick, ist das alles nicht so ganz simpel. Das ist eine neue Art von Impfstoff, deren Herstellung, diese mRNA, unter hochqualitätsgesicherten Gesichtspunkten stattfinden muss. Dann gibt es ja noch diese Lipidtropfen, diese Fetttröpfchen, die das eingepackt werden muss. Da braucht es Lieferketten. Auch zum Beispiel die Temperatur des Impfstoffs war ja immer wieder ein Thema. Das sind Lieferketten, die hier aufgebaut werden müssen. Das ist alles nicht so simpel. Es ist auch nicht ein einfaches Kochrezept, wo man einfach mal ein Buch aufschlägt und sagt, das machen jetzt aber noch 5 weitere Firmen. Also auch das ist hochkomplex. Und es gibt ja noch keine Pipelines von mRNA-Impfstoffen in der Welt, weil das einfach eine neue Technologie ist. Das heißt, wir können nicht einfach mal 5 weitere Firmen fragen, ob sie das machen können. Diesen Zusammenhang gibt es ja jetzt seit wenigen Tagen die gute Nachricht, dass Bayer zusammen mit CureVac offensichtlich hier eine Allianz eingeht, um den mRNA-Impfstoff von CureVac dann auch in größerer Menge zu produzieren. Hoffentlich sind das die Art von Allianzen, die dann in Zukunft uns auch mehr Produktion bescheren werden. Ich glaube, auch interessant ist zu erwähnen, dass diese Messenger-RNA-Technologie ja eigentlich eine Technologie ist, mehr im onkologischen Bereich zur Bekämpfung von Krebsarten. Und das interessanterweise wird das die Medizin, glaube ich, in allen Bereichen dramatisch verändern. Und das ist ja auch eines Ihrer großen Themen. Absolut, da haben Sie völlig recht. Also die mRNA-Impfstoffe wurden in den letzten Jahren eigentlich eher im Bereich der Onkologie gesehen, also Krebserkrankungen bei Menschen zu bekämpfen. Es wurde auch schon mal an die ein oder andere Infektionskrankheit, also die Tollwut zum Beispiel, schon mal untersucht mit mRNA-Impfstoffen. Aber jetzt, ich sag mal, der Druck der Pandemie hat hier die Entwicklung und den Durchbruch wirklich hervorgebracht.
was ich sehr positiv sehe. Ich kann mir vorstellen, dass auch in den kommenden Jahren, zum Beispiel bei der Influenza, wo wir auch jedes Jahr den Impfstoff anpassen müssen, aber auch bei der ein oder anderen onkologischen Erkrankung hier die mRNA-Impfstoffe wegweisend sein werden. Und die Entwicklung, die wir jetzt genommen haben in den letzten Monaten, werden uns hier helfen, hier vielleicht in Zukunft noch viel mehr gute Impfstoffe herzustellen. Also das ist sicherlich technologisch eine tolle Entwicklung, die wir, wenn man so will, auch als Positives aus der Pandemie ziehen können, dass sich diese Entwicklung so jetzt bewahrheitet hat. Das heißt ja auch mit anderen Worten, wir werden in der Zukunft eine jährliche Impfung gegen Covid-19 haben müssen. Weil eine Herdenimmunität werden wir ja nicht erreichen, wie Sie das schön dargestellt haben. Wir wissen, Covid verändert sich. Eine Herdenimmunität braucht eine fast 95-100%ige Impfung, damit wir das haben, und zwar weltweit. Wird nie möglich sein. Das heißt, wir werden uns jährlich gegen Covid impfen müssen oder sollten. Ich glaube, das ist sehr wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, dass das eine Realität wird. Ich glaube, unser Zugang zum Impfen wird auch ein anderer werden müssen. Bisher ist ja das Impfen, ich sag mal, eher etwas, was im frühen Lebensalter standardmäßig ist. Im ersten Lebensjahr wird ja ganz, ganz viel geimpft. Und später als Erwachsener muss man, naja, alle 10 Jahre mal so ein bisschen was auffrischen. Aber ich glaube, jetzt wird hier, so wie wir die Erkrankung heute verstehen und dieses Virus, glaube ich, wie Sie sagen, dass es eine Realität werden wird, entweder um die Antikörpertiter wieder hochzuhalten oder auch uns anzupassen an Varianten. Das ist übrigens auch noch ein ganz toller Vorteil dieser mRNA-Impfstoffe, dass man innerhalb weniger Wochen, so zumindest sagen es die Gründer von BioNTech, kann man quasi die Informationen in diesem mRNA-Impfstoff anpassen, sodass sie dann vielleicht besser auf die ein oder andere Variant of Concern reagieren würde. Das heißt, das ist auch großartig in dieser Technologie. Und wenn das alles erstmal steht, ja, vielleicht müssen wir dann alle, und zwar weltweit, uns da Impfungen in regelmäßigen Abständen unterziehen. Dann eine sehr häufig gestellte Frage, natürlich, sind Kinder Treiber in der Corona-Pandemie? Weil das ist nicht nur eine Frage jetzt für die Mütter oder für die Eltern, die zu Hause bleiben müssen, es sind ja auch für viele Betriebe. Viele können ja nicht zur Arbeit kommen, weil die Kinder zu Hause sind. Was sind Kinder, erstmal die Frage, sind sie Treiber der Corona? Und zweite Frage ist, was müssen Schulen, Kitas tun, damit Kinder aufgenommen werden können in der jetzigen Zeit? Haben Sie dazu eine Empfehlung? Es ist eine ganz schwierige Frage, das muss man klar sagen. Da hat die Wissenschaft keine gute Evidenz. Und da gibt es ja auch, das hat jeder fast mitbekommen, ja doch sehr kontroverse Studien und Diskussionen in der Wissenschaftscommunity. Es ist so, dass es Studien aus anderen Ländern auch gibt, die sagen, wenn die Inzidenz in der Bevölkerung hoch ist, dann finden auch vermehrt Übertragungen in den Schulen statt. Und umgekehrt, wenn die Inzidenz sehr tief ist, dann sind die Schulen kein so großer Problembereich. Wir wissen aber natürlich schon eine ganze Menge, wie wir uns vor Übertragungen und natürlich auch die Schüler schützen können. Also ich glaube, genügend Abstand, was das Thema vielleicht auch Pendelunterricht dann mit sich bringt, aber auch Masken tragen, es sind ganz wichtige Aspekte. Das regelmäßige Stoßlüften gehört auch dazu. Ich glaube, das sind Dinge, wo wir insbesondere bei älteren Kindern wissen, dass sie durchaus Infektionen auch in der Schule verbreiten. Mit den jüngeren Kindern und Kindergartenkindern ist die Datenlage nicht gut. Warum ist das so? Weil eben auch gerade jüngere Kinder eher asymptomatische Infektionen haben. Insofern wissen wir oft gar nicht, dass sie infiziert sind und sie werden auch nicht regelhaft untersucht. Da gibt es die ein oder andere Studie, die dazu durchgeführt wird, aber dazu würde ich mir eigentlich noch kein abschließendes Urteil erlauben. Ganz klar, aus gesellschaftlicher Sicht ist es sicherlich wichtig, wann immer möglich, die Kinder, gerade die Jüngeren, auch wieder in den Kindergarten oder die Grundschule zu bringen. Aber aus virologischer Sicht kann ich das im Augenblick wirklich nur schwer einordnen. Ich glaube, die Maßnahmen müssen so gut wie möglich auch bei den Kleinen schon ankommen. Aber das ist natürlich in der Umsetzung manchmal vielleicht nicht immer ganz einfach. Okay, aber wir werden das sicherlich in den nächsten Wochen verstärkt diskutieren, wenn die Inzidenzrate jetzt doch dramatisch runtergehen wird. Und wie Sie gesagt, die Präventionsstrategie in den Schulen, Maskenpflicht, Lüften, Abstand, Wechselunterricht, wir haben ja die Instrumente, die müssen dann einfach effektiv umgesetzt werden.
Da kommt so ein bisschen Kritik von mir, die Lehrer hätten sich das schon längst umstellen können. Also immer die Beschwerden seit einem Jahr von den Schulen, das würde nicht klappen, ärgert mich da ein bisschen, aber so ein Nebenthema. Was halten Sie von der Strategie der No-Covid, so à la Australien, Inzidenz 10 und dann auf 0 und wir machen richtig zu, anstatt die Strategie, die wir in Deutschland verfolgen oder in vielen anderen Ländern mit der Flatten-the-Curve-Theorie? Ja, ich glaube, das sind alles sehr interessante Gedanken, Modelle und Spiele. Da sind insbesondere auch viele Epidemiologen beteiligt, die vielleicht, ich sage das mal so, die Infektionsaspekte immer aus einer besonderen Sicht der Dinge sehen. Man muss sagen, Australien, Neuseeland, das sind Inseln, die natürlich auch ganz andere Möglichkeiten haben, Reisebeschränkungen zu implementieren. Auch sind die Infektionen dort nie so durchgeschlagen, wie es bei uns jetzt insbesondere zum Beispiel in Europa war, wo wir einfach eine Durchseuchung in der Bevölkerung haben, eine Penetration der Virusinfektionen ganz tief rein, wo es extrem schwer ist, das Virus wieder, ich sage jetzt mal, rauszubekommen und da auf eine Inzidenz, die wirklich unter 10 oder sogar Richtung 0 geht, das halte ich bei uns für einfach nicht möglich. Warum auch? Denn es ist natürlich auch so, ein Land, das das hinbekommen hat, ist China mit aber einem doch sehr autokratischen Stil. Ich glaube nicht, dass das in unserer freiheitlichen Gesellschaft so vermittelbar wäre oder umsetzbar wäre, wenn wir hier Lockdowns über 3-4 Monate machen würden, wo wir beispielsweise komplette Ausgangssperren verhängen. Ich glaube, die Idee, die Infektionen so niedrig wie möglich zu bekommen, das ist unser aller Ziel. Aber es muss natürlich in den Maßnahmen verhältnismäßig und realistisch sein. Auch hier haben wir natürlich in unserem Rechtsstaat auch immer wieder Kontrollen und auch Aufhebung von gewissen Maßnahmen durch die Gerichte. Das heißt, hier kann auch der Staat nicht so agieren, dass er hier radikale Lösungen sucht, sondern es wird eben dann auch die Verhältnismäßigkeit hinterfragt. Also ich glaube, das ist ein komplexes Thema und Wunsch und Wirklichkeit gehen hier durchaus auseinander. Natürlich, die Impfung, das ist ja unser aller Hoffnung, dass wir hier, wenn dann, ich sag mal, der Sommer kommt und wir eben dann das Angebot der Bundesregierung ja bis Ende des Sommers, dass zumindest allen Menschen in Deutschland angeboten werden kann, dass sie sich impfen lassen, dass mit dieser Maßnahme wir dann zumindest schon mal einen Grad an Herdenimmunität oder zumindest beginnender Herdenimmunität erreichen, der das Infektionsgeschehen bis zu einem gewissen Grad dann kontrollieren wird, sodass Lockerungen dann auch hoffentlich im nächsten Herbst deutlicher sein werden, wobei es da Prognosen einfach noch sehr schwer zu machen gibt. Wir haben jetzt immer über die Prävention gesprochen, vielleicht als letzte Frage nochmal. Jetzt hat es einen erwischt, jetzt kommt er ins Krankenhaus, er kommt auf die Intensiv, er muss beatmet werden. Wie sieht es aus mit Medikamenten? Wie ist da die Entwicklung, wenn es jemanden wirklich schlimm erwischt hat? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also natürlich ist der Fokus der Diskussion aktuell auf der Prävention, was auch strategisch richtig ist. Aber wir werden wahrscheinlich noch viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht für immer mit Covid-19 auch leben müssen als Teil unserer Krankheiten, die durch Viren hervorgerufen werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier auch Medikamente, die effektiv sind, zu entwickeln. Da muss man sagen, gibt es noch viel Arbeit zu tun. Einige Medikamente, Remdesivir zum Beispiel, hat sich in der Klinik als zwar sehr potenter antiviraler Wirkstoff in Zellkulturen, in Tiermodellen, aber leider nicht als effektiv herausgestellt, um wirklich schwere Erkrankungen über längere Zeit auch zu reduzieren oder die Letalität relevant zu reduzieren oder auch Leuten mit einer leichteren Erkrankung wirklich zu helfen. Das heißt, das als Medikament war jetzt nicht der Durchbruch. Es ist die Immunsuppression, also Medikamente, die das Immunsystem dämpfen in seiner überschießenden Antwort auf die Infektion, die hilfreich zu sein scheinen. Das wird weltweit jetzt als Therapie verwendet, aber das ist nur im Prinzip eine zusätzliche Therapie, die aber keinen durchschlagenden Effekt hat und jetzt wirklich schwerkranke Menschen heilen könnte. Es gibt jetzt in der Diskussion Antikörpertherapien, zum Beispiel das, was Ex-Präsident Trump bekommen hat, Regeneron, Antikörper-Cocktail, der jetzt auch in Deutschland zugelassen wurde. Auch hier muss man sagen, ist eine gewisse Skepsis geboten,
Das sieht nicht so aus, als wäre es für Patienten nach den bisherigen klinischen Daten, die bereits im Krankenhaus sind, geeignet. Da hoffen wir eher, dass vielleicht Menschen, die eher im ambulanten Bereich sind, also noch nicht so schwer erkrankt sind, wenn sie diese Antikörper bekommen, dass dann ein schwererer Verlauf hoffentlich abgemildert oder verhindert werden kann. Aber hierzu fehlen uns noch die detaillierten Daten. Das heißt, ja, wir müssen noch sehr viel mehr tun, um auch Menschen, die schon erkrankt sind und im Krankenhaus sind, dann besser helfen zu können. Das wird in den kommenden Jahren sicher auch ein Fokus der Wissenschaft sein müssen. Gut, recht herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Keppler. Ich glaube, es war sehr spannend. Sie haben vieles aufgezeigt, Sie haben vieles angestoßen, Sie haben vieles aufgeklärt und auch gut dargestellt. Ich glaube, dass wir bei vielen Fragen, die von draußen gekommen sind, gut beantworten konnten und dass die Skepsis gegenüber den Fake News doch bei vielen vielleicht jetzt geschwunden ist. Ein Schlusswort will ich doch immer noch machen. Ich bin ja ein optimistischer Mensch und ich bin ja für die Gesundheitswirtschaft mit zuständig und ich freue mich immer wieder, wenn ich sagen kann, der Standort Deutschland ist, was Gesundheit betrifft, Gesundheitsforschung, Therapie, aber auch Pflege, mitführend in der Welt. Und wir haben es jetzt bewiesen. Zwei deutsche Firmen, wie gesagt, BioNTech und CureVac, sind in der Forschung die Führenden in der Welt. Und wir haben auch die Industrie, die nicht nur forscht, sondern auch produzieren und vertreiben kann. Bayer, Merck, Sharp & Dohme. Es kommen viele kleine Firmen hoch, wie Dermapharm, Wacker Chemie. Und ich glaube, da kann man sagen, wir können stolz darauf sein, wie stark der Standort Deutschland ist in dem Bereich. Und Deutschland, die Gesundheit kostet uns nicht nur Geld in Deutschland. Es ist auch ein Exportschlager geworden, der uns viele Milliarden bringen wird an Gewinnen und viele Arbeitsplätze sichern wird und die Volksgesundheit gut tut. Das ist nochmal ein Schlusswort, ein optimistisches. Eine Frage hatte ich noch, aber die wollte ich Ihnen nicht stellen, weil da löse ich nur Depressionen aus, wenn ich mich die Frage stelle, findet das Oktoberfest in München dieses Jahr statt oder nicht? Will ich nicht stellen. Vielleicht kommt eine Antwort, die wir nicht hören wollen. Dann lösen wir Depressionen draußen aus und das wollen wir heute nicht. Recht herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Keppler, für den interessanten Vertrag. Und vielen allen, Dank, die noch zugehört haben, zugeschaut haben, einen schönen Abend, einen gesunden Abend und wir sind auf den letzten Kilometern eines Marathons. Versuchen Sie sich an die Hygienemaßnahmen zu halten, bis Sie wirklich geimpft sind, damit Sie alle gesund bleiben. Dankeschön. Besten Dank. Wiederschauen. Danke. Wiederschauen.